Jetzt. Kannst du mich hören? Hörst du mich? Ja, höre ich wunderbar. Ja, perfekt. Schön, dass es geklappt hat. Bist du unterwegs? Ja, im Auto, aber. Okay. Passt Aber es so? du, ja, passt perfekt. Du stehst, kannst keinen Unfall bauen. Nein, stehe, ja. Okay. Ich habe gedacht, es ist echt super lieb, wenn du mir jetzt ein paar Fragen beantwortest. Wie ich schon im WhatsApp gesagt habe, ich möchte damit ein bisschen für mich werben, da ich jetzt nicht arbeiten kann. Das ist jetzt eine, habe ich jetzt eine gute Möglichkeit, Kunden anzurufen und zu fragen, wie es war. Ich stelle dir mal ein paar Fragen und sei einfach du selbst und beantworte nach bestem Wissen, okay? Ja. Genau, du hast dich für eine Haarpigmentierung entschieden, bei uns durchführen zu lassen. Was war der Grund dafür? Wieso bist du Ja. zu uns gekommen? Ja, aber ich habe einfach gemerkt, dass nicht, also lichteres Haar bekomme. Und dann habe ich mir das angeschaut, wie du das machst. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich das halt auch mache. Und habe ich richtig entschieden. Super. Okay, also dein Haarproblem hat dich praktisch dazu bewegt, weil du damit nicht glücklich warst, dass du diese Haarpigmentierung durchführst bei uns. Richtig. Okay, kannst du dich noch, es ist jetzt schon länger her bei dir, dass wir die erste Sitzung gemacht haben. Wie lange ist das jetzt ungefähr her? Über 1,5 Jahre oder sowas. Ein Jahr, 1,5 Jahre? Ja. Okay. Okay, und wie ist jetzt dein Ergebnis? Bist du noch mit deiner Haarpigmentierung zufrieden oder hat schon stark nachgelassen, ist schon verblasst jetzt nach so viel Zeit? Also ich finde nicht, dass verblasst ist. Ich merke keinen Unterschied wie vor 1,5 Jahren. Also bis jetzt merke ich keinen Unterschied. Super, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Hat dich für durch diese Haarpigmentierung, dass wir das jetzt bei dir gemacht haben, hat es dir irgendwelche Veränderungen gebracht für dich persönlich selbst? Hast du eine, wo du sagst, okay, das hat sich ein bisschen verbessert? Ja, wenn du halt die Haare stylst, dann schaut es halt einfach voller aus und folgedessen gilt man halt gerne mehr, besser die Haare oder so, weil man es einfach, es sieht einfach gleich voller aus. Und du Selbstsicher. fühlst dich wohler, nehme ich an. Ja, genau, selbstsicher oder weiß nicht. Okay, super. Okay, eine Frage noch. Wie hat dein Umfeld reagiert? Haben sie das überhaupt bemerkt, dass diese Haarpigmentierung stattgefunden hat, oder haben die wenigsten was davon mitbekommen? Also bemerkt hat es eigentlich soweit keiner. Außer zum Beispiel, ich spiele einmal so alle paar Monate zusammen, spielen wir Fußball. Und da hat mich dann schon jemand angesprochen und hat gesagt, du, das gibt's ja nicht, du wirst auch immer älter, aber deine Haare gehen dir nicht aus, bei mir schon, schau her. Und dann erst, wo ich es ihm gesagt hatte, hat er gesagt, es wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mir nur gedacht, wow, deine Haare sind immer noch voll wie früher. Also Cool. sonst hat mich eigentlich nur, wenn ich jemanden gezielt dann angesprochen habe, sage ich, schau mal ganz genau und dann, ah ja, jetzt sehe ich es aber davor. Nicht außer der Friseur. Der Friseur hat gleich gesagt, wo ich das machen habe lassen und das ist sehr, sehr sauber und sehr, sehr gut gemacht. Wow, schön, freut mich. Okay, und im Allgemeinen, du bist mit dem Ergebnis zufrieden oder besteht Verbesserungsbedarf oder passt alles, wie es Nee, ist? aktuell ist alles okay, passt. Nee, ich bin zufrieden. Alles okay, schön. Was würdest du jemandem empfehlen, der so ist wie du vor 1,5 Jahren? Da, wo jemand überlegt, mache ich nicht? Ja, dann würde ich dem raten, dass er das macht, weil es tut nicht weh. Oder man hat es war, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, wie es letztendlich dann war. Folgedessen würde ich sagen, mach das, geh da dreimal hin und nach 2 Stunden gehst du raus und hast du schon dein Erfolgserlebnis. Super, echt cool. Okay, das freut mich wirklich sehr, dass du zufrieden warst und weiterhin zufrieden bist mit dem Ergebnis. Und möchte mich nochmal für dieses Gespräch bedanken. Also, du hast wirklich super meine Fragen beantwortet, bin ich sehr, sehr glücklich. Und ich hoffe, wir hören uns nochmal. Klar, machen wir. Ja, Alles klar, danke danke schön. dir, Marco. Ciao, Ciao. ciao.